Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Silent Hill 3. Ja, nach den letzten Folgen mit der lieben Vampy bin ich heute mal wieder alleine unterwegs. Wir sind ja hier im Krankenhaus und, ach ja, vorweg, ich nehme jetzt mit dem neuen Aufnahmeprogramm auf und hoffe, dass jetzt hier alles funktioniert. Ich habe ein paar Tests gemacht. Irgendwie ist jetzt hier auch mein Screen ein bisschen anders geworden. Ich konnte vorher auch nicht auf Full-Size quasi spielen. Jetzt geht es. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber ich hoffe, dass alles läuft, wie in den Testaufnahmen auch. So. Und wenn nicht, naja, gut, dann muss ich es halt nochmal machen. Wir werden sehen. So, aber erstmal gucken wir uns mal hier auf der Karte um. Wir sind ja im Krankenhaus, hier genau im Brookhaven Hospital. Und wir sind in der Rezeption. Jo, okay, da ist noch ein kleines Räumchen. Ich kann es jetzt nicht sehen, was da drauf steht. Oder ich kann es nicht so ganz erkennen. Auf jeden Fall sind hier viele Monster unterwegs, wenn ich hier rausgehe. Also hier jetzt hoffentlich nicht. Aber gut, das hat sich eh erledigt, denn das Schloss ist kaputt. So, aber wenn wir jetzt hier rausgehen, sind da viele, viele Monster wieder unterwegs. Bin gerade verwirrt. Ach so, das hier ist ein Zettel. Okay, den können wir nicht lesen. So, und jetzt muss ich mir erstmal einen Plan machen, wo wir überhaupt lang gehen. Ich denke mal, ich renne erstmal nach rechts und klapper dort die ganzen Räume ab. Direction Room, Meeting Room und so weiter. Ja, genau, das ist jetzt mal der Plan. Gott. Alter, habe ich mich gerade vor den Geräuschen erschrocken. Oh, das ist schon die erste. Schauen wir mal, ob wir die hier fertig machen können. Quatsch rauf. Okay, das war aber nicht die letzte. Das ist kaputt, Schloss ist kaputt. Okay, ich versuche jetzt erstmal alle. Oh Gott, die Musik ist so grausig laut. Oh, ich kann den mal gar nicht sprechen. So, ich versuche jetzt erstmal die ganzen Räume, die hier in der Nähe sind. Da komme ich irgendwie nicht ran. So, wir müssten mal wieder die Kamera drehen. Weil hier auf jeden Fall noch mehrere Leute. Leute vor allem. Oh, mehrere Monster sind hier unterwegs. So. Wo sind wir denn jetzt drin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier ruhig. Das ist schon mal sehr gut, aber ich kann die Kamera leider nicht drehen, überhaupt gar nicht. Achso, das ist schon alles hier, oder was? Ich komme da gar nicht weiter. Das ist einfach nur ein Raum. Ach Quatsch, das ist ein Aufzug. Oh, ich trottel. Ein Aufzug, aber ganz ehrlich, ich will da jetzt noch gar nicht mitfahren. Ich will doch gar nicht ausprobieren, ob der überhaupt funktioniert. Das werden wir später machen. Halt, Moment. Ich muss noch mal gucken. Haben wir den Raum da jetzt ausprobiert? Ja, ne? Aber der scheint nur zu sein. Gut. Egal, wir gehen noch mal raus. Ich komme hier nicht noch mal raus. Okay, gut. Dann müssen wir leider... dann müssen wir leider mit dem Fahrstuhl fahren. So viel dazu. Ja. Funktioniert nicht. Funktioniert. So. Wir waren im ersten Stock, ne? Ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich will erstmal unten anfangen, wo wir waren. Und da erstmal alles abklappern. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, leider verpeilt, dass das hier der Aufzug ist. Okay, das ist aber kaputt. Okay, da kommt schon die nächste Olle. Boah, die war schneller als ich. Los, Cesar, gib's ihr. Okay. Reicht, reicht, reicht. Drauf. Gut. Ist das jetzt auch ein Aufzug oder was? Ist kaputt auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder rechts testen. Dann haben wir so eine kleine Runde gemacht. Jetzt wieder schön ruhig. Ach, Krankenhäuser. Echt schön hier. Okay, da liegt, glaube ich, was. Gehen wir natürlich mal gucken. Irgendein Heft und eine Puppe. Okay. Na, stehen noch nicht gut. Okay, ja, dieser Tag ist endlich gekommen. Ganz richtig, der Tag, an dem du und ich uns endlich treffen. Ich habe immer an dich gedacht, hier in dieser düsteren Zelle. Bis heute kannte ich nicht einmal deinen Namen oder dein Gesicht.
Aber jetzt kenne ich es. Ich weiß, du bist diejenige, auf die ich gewartet habe. Und hast du nicht auch auf mich gewartet? Deshalb bist du gekommen, um mich zu befreien. Oh, wie sehr ich dich liebe, Heather. Bitte? Ich will dir meine wertvolle Puppe geben. Ich habe sie zum Andenken an unser Treffen, dem Anfang unserer ewigen Liebe gemacht. Oh, ich kann schon dein lächelndes Gesicht sehen. Stanley Coleman. Okay. Wer zur Hölle ist Stanley Coleman und wieso schreibt er über uns, also über Heather? Können wir die Puppe mitnehmen? Ekelhaft, das würde ich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Okay. Das ist ein bisschen ekelhaft, ja, und ein bisschen komisch vor allem. Ein Bild von einer Blume in einer Vase. Hübsch, aber was soll's. Okay, und wir lassen jetzt echt die Puppe da liegen, ja? Ja, Tatsache. Wo sie da immer noch so hinstarrt. Ja gut, wird auch nicht besser, wenn ich da 10.000 Mal hinklicke. So, ich muss ganz kurz, wir müssen nach links nochmal zwei Räume abklappern. Und hier ist auch noch ein Raum. Aber kaputt. Kaputt. Kaputt, okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier rechts lang. Und hier irgendwo ist das Treppenhaus. Oder war das hinter uns? Oh, ich habe aber echt keinen Plan da. Nee, rechts neben uns müsste das Treppenhaus sein. Geradeaus, mal gucken, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Oh, Tatsache. Oh, hier sind gleich zwei, jetzt muss ich mich beeilen. Hau rauf, hau rauf. Schneller, 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 schneller. Mach sie alle. Reicht, reicht, reicht. Tritt drauf. Messer weiterschlagen. Shit, shit, gibt's hier, gibt's hier. Los, nochmal. Reicht nicht. Echt nicht. Hessa, weiter. Okay, sie ist tot. So, und bevor wir auch tot sind. Oh ja, es wird Zeit, hier was zu nehmen. Ganz eindeutig. Vorräte natürlich. So, was haben wir denn hier? Batterien, genau. Ja, wir nehmen natürlich hier davon eins. Besser ist. Okay. Gut, gehen wir hier mal weiter. Schauen uns hier mal auch noch in Ruhe um. Ich weiß ja nicht, was wir brauchen, was wir suchen. Aber irgendwann werden wir schon irgendwas finden, was uns weiterhilft. Bis jetzt sind es nur kaputte Türen. Oh mein Gott. Nee, raus hier. Ich bin doch nicht bekloppt. Was war das denn? Alter, kommen da gleich drei Eulen auf mich zu. Ja, ich hoffe, wir müssen da nicht rein. Ich lasse diesen Raum erstmal links liegen. Das war gerade ein bisschen heftig. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Das können die doch nicht machen, ey. Ich hoffe wirklich, dass das wieder so ein Raum war, der hier nur irgendwie Schaden anrichten soll. So, und hier ist auf jeden Fall. Oh Gott. Was ist das denn? Noch ein Buch? Okay. Lesen wir uns mal durch. Und wieder so eine Barbie-Puppe. Die Organisation hat mich hier eingeschlossen. Sie wollen meinen Willen brechen, damit ich das alles vergesse. Aber ich werde nicht verrückt, auch wenn sie mich hier mit Irren einsperren. Wie wäre es, wenn ich das an die Wand klebe? Wäre zwecklos. Warum? Man kann es abziehen, oder? Mit dem Zeug, das diese bösen Frauenzimmer ständig benutzen? Wenn ein Ding keine Bedeutung hat, dann gibt es keinen Grund für seine Existenz. So wie du für mich existierst. Aber warum hast du meine Puppe nicht mitgenommen? Ah, mein Geschenk hat dich wohl in Verlegenheit gebracht. Du bist so süß, Heather. Stanley Coleman. Und ich finde, das ist total gruselig. Ich meine, wir haben gerade so eine Notiz von ihm gelesen mit der Puppe und wir haben die Puppe nicht mitgenommen und der schreibt das hier rein. Hallo? Und da sitzt wieder eine Puppe oder wahrscheinlich genau die gleiche. Heather, sagst du noch was dazu? Nee, nur wieder ekelhaft, dass sie das nicht anfassen will. Okay, und da hängt natürlich was. Er hat doch irgendwas an der Tür geklebt. Oder an die Wand, besser gesagt. Hier kleben viele Dinge an der Wand. Ein Keks, eine Zahnbürste, ein Löffel, eine Weihnachtskarte, eine Uhr. Da hat jemand mit einem guten Kleber gearbeitet, aber warum? Ja, sehr schön. Okay. Da ist auch ein Schlüssel. Da hat jemand einen Schlüssel an die Wand geklebt. Ich würde ihn gern mitnehmen, aber er klebt wirklich fest. Ich kann ihn nicht abziehen.
Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwas, um den Schlüssel abzumachen. Aber wir haben noch nichts, ne? Wir haben Notiz, unsere Weste, Schalldämpfer, Taschenlampe, Radio. Nee, wir haben irgendwie noch gar nichts. Na gut, dann müssen wir uns den Raum hier unten, C4, den müssten wir uns auf jeden Fall merken. Oh, oh, oh. Ich habe das doch in 10 Minuten wieder vergessen. Okay. So, ich hoffe, ich denke mal, hier ist nichts weiter. Ich sehe zumindest jetzt nichts. Deswegen gehen wir mal raus. Da ist wieder ein Fahrstuhl. Da ist kaputt. Ich drücke auf die Taste, aber der Aufzug rührt sich nicht. Okay, hier können wir nicht fahren. Ach, hier ist doch noch eine Tür, ne? Okay, sie ist aber auch kaputt. So, Abmarsch, da waren wir schon. Oh Gott, da liegen die Leichen. Jetzt habe ich mich vor denen erschrocken. So, hier wollte ich nochmal testen. Geht natürlich nicht. Okay, jetzt haben wir natürlich das Treppenhaus. Da kommen wir nicht rein. Also links, wo wir gerade waren. Da ist überall zu. Da haben wir nur noch C2, wo aber die drei Eulen waren, wo ich überhaupt nicht rein will. Ganz ehrlich nicht. Ich denke mal, jetzt testen wir mal hier noch das Treppenhaus. Habe ich das schon getestet? Sie ist abgeschlossen. Okay, dann gehen wir zum Aufzug und fahren jetzt mal in den zweiten Stock. Und schauen mal, was uns da jetzt erwartet. So. Okay. So, Heather. Zweites Stockwerk, bitte. So, ganz kurz mal orientieren, wo wir hier sind. Da, okay. Nun gut. Laufen wir erstmal hier lang. Noch ist ja alles ruhig. Und auch kaputt. Mehr Türen waren jetzt hier, glaube ich, nicht. Nee. Man sieht es immer so schlecht, wenn der Pfeil da ist. Nee, okay. Gut, dann bleibt uns jetzt nur hier der Gang. Da liegt doch schon wieder was. Schon wieder die Puppe und ein Buch. Ekelhaft, das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Liest du das jetzt gar nicht, Hessa? Doch, stand schon wieder nicht richtig. Okay, du bist dir vielleicht noch nicht über deine eigenen Gefühle im Klaren, aber du spürst sie unbewusst. Und so versuchst du mir nahe zu kommen. Das ist eine Tugend, der Weg ins Paradies. Wenn die Tür verschlossen ist, öffne sie. Benutze das Kennwort für das Gefängnistor. Doktor. Hab seinen Namen vergessen. Dieser Quacksalber jedenfalls hat es notiert und aufgehängt. Er sollte auch hier sein. Ich meine, 4 Zahlen hätten reichen sollen, aber er hat weitergemacht. Ist es nicht schade? Ich bin nicht da. Nerv dich das nicht. Ich sehne mich nach dir, aber du bist so grausam. Aber ich will dich trotzdem, Heather. Stanley Coleman. Oh Gott. Also echt. Okay, das klingt natürlich wieder nach irgendeiner Art Rätsel. Wir müssen hier wahrscheinlich irgendwo wieder was eingeben. Hier ist die Tür, glaube ich. Sie ist verschlossen und da brauchen wir einen Code. Ja, den haben wir jetzt natürlich noch nicht. Den müssen wir irgendwie auftreiben. Und hier hängt eine getippte Notiz. Was soll das denn bedeuten? Die erste ist größer als die zweite. Die zweite ist doppelt so groß wie die dritte. Die dritte ist kleiner als die vierte. Die vierte ist halb so groß wie die erste. Okay. ist das jetzt die Notiz, die uns helfen soll für die Zahlen für die Tür? Ist das so? Ich hoffe, ich will eigentlich gerade mal einen Stift. So. Ja, ich muss mir das jetzt notieren, weil das kann ich mir nie im Leben merken. Also, wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Deswegen einen kleinen Moment. So, wie mache ich das jetzt? Die erste ist größer als die zweite. Die zweite doppelt so groß wie die dritte. Dritte kleiner als die vierte. Die vierte halb so groß wie die erste. So. Guck mal, ob da noch mehr steht. 4 der Zahlen werden nicht wiederholt. 3 sind nicht in der obersten Reihe. Hä? 4 der Zahlen werden nicht wiederholt?
Ach so, wir haben ja diesen Kasten, ne? 1, 2, 3 sind nebeneinander, dann kommt 4, 5, 6. Und dann kommt doch 7, 8, 9. Das ist doch immer so ein komisches Zahlenblatt. 2, 3, 4, 5. Jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Also okay, 4 der Zahlen werden nicht wiederholt. 4 werden nicht wiederholt. 4 der Zahlen werden nicht wiederholt. Das ist ein komischer Satz. 3 sind nicht in der ersten Reihe. Also heißt schon mal 1, 2, 3 sind schon mal nicht. 3 der Zahlen sind nicht in der oberen Reihe. Aber eine vielleicht schon, ne? 2 sind nicht in der rechten Reihe. Ich muss unbedingt ordentlicher schreiben, sonst kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Und eine der Zahlen ist der Schlüssel. Eine der Zahlen ist der Schlüssel? Bäh? Brauchen wir den Schlüssel da jetzt noch, oder was? Eine der Zahlen gleich der Schlüssel. Okay, da muss ich, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Kommt da jetzt noch mehr? Ja, ich habe es mir jetzt erstmal notiert. Ich muss da jetzt, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. So, versuche aber erstmal hier noch ein paar Türen zu öffnen oder zumindest zu gucken, ob hier noch was aufgeht. Weil ein paar Türen haben wir hier schließlich noch. Und dann. Oh, die geht noch auf, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ein Modemagazin interessiert mich jetzt nicht. Hier ist nur eine leere Dose, aber da liegt doch irgendwas. Ein Nagellackentferner. Ah, damit kriegen wir doch den Schlüssel bestimmt ab. Okay. Und etwas Parfüm. Und sonst nichts Interessantes. Wofür wir jetzt Parfüm brauchen, weiß ich nicht. Der Spind ist fest verschlossen. Den kriege ich wohl nicht auf. Ist dasselbe. Das ist auch das gleiche. Spind ist verschlossen. Okay. Ja, gut. Sehr schön. Ach, hier sind noch mehr Spinde. Aber gut. Die gehen jetzt auch nicht auf. Okay, wir haben Nagellackentferner und Parfüm. Nein, Kamera. Du brauchst dich jetzt nicht. Oh, Kamera. Habe ich jetzt eine Tür vergessen durch die Action hier? Ja. Hinter mir war noch eine Tür. Okay, kaputt. Gut, war ja irgendwie zu erwarten. So, ich guck mal jetzt kurz. Also rechts die zwei Türen. Hier. Haben wir noch abgeschlossen? Achso, das war ja das. Ach, da sind wir hergekommen. Alles klar. Ja gut, dann glaube ich, werde ich mal an dieser Stelle mich bei euch verabschieden. Ich überlege mir jetzt, glaube ich, nochmal kurz dieses Rätsel hier nochmal ordentlich abzuschreiben, weil ich sonst meine Schrift nicht mehr lesen kann. Ja, und dann mal schauen, wie wir hier in der nächsten Folge weitermachen. Na, auf jeden Fall den Schlüssel holen und versuchen, durch diese Tür zu kommen. Wir werden auch noch mit dem Fahrstuhl die anderen beiden Etagen probieren, ob wir da noch lang können. Genau, so sieht der Plan für die nächste Folge aus. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Aschna.